Mein Mann, meine Kinder, meine Eltern, meine Freunde, mein Arzt. Wem kann ich eigentlich vertrauen? Jesus hat Gott vertraut. Abba, aramäisch für Papa, so spricht er Gott an. Kindlich, vertrauensvoll, so wie ein Kind eben den Vater anspricht. Am Kreuz später klang das ganz anders. Gott, Vater, warum hast du mich verlassen? So schreit Jesus ganz anders nach dem Vater. Das Vertrauen, das der ihm hört, bleibt. Mit diesem Vater kann man reden. Christen nennen das Beten. Wie sollen wir denn eigentlich beten, fragen Menschen Jesus. Plappert nicht einfach drauf los. Stellt euch nicht selbst dar. Kommt mit dem, was ihr auf dem Herzen habt. Gott sieht das Herz an. Und wenn ihr ein Gebet braucht, ich gebe euch eins. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. In festen, formulierten Worten kann ich mich im Gebet anvertrauen. Das geht besonders gut in schweren Zeiten. In anderen lasse ich Kopf und Herz einfach freien Lauf. Ich bin gewiss, Gott hört mich. Gebet heißt, vertrauensvoll mit Gott sprechen. Antwortet er? Manchmal ist mir so. Manchmal höre ich nichts. Aber dass da ein Ohr ist, das hört, und ein Herz, das sich berühren lässt, darauf vertraue ich. Und jetzt bist du dran, sind Sie dran. Wie halten Sie es denn mit dem Gebet?